Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 HD, dem Durchgang auf Profi. So, wir haben uns jetzt den Schatz gekrallt, den wir im ersten Durchgang hier im Raum verpasst haben. Und jetzt gehen wir erstmal hier oben durch und werden wieder ordentlich Fortschritt erzielen. Ach ja, jetzt kommt ja, glaube ich, die Galerie. Die spezielle Galerie. Ich erinnere mich so ein bisschen daran. Also zu Genüge. Ja! Okay. Come on, Drecksack. Ah. Jetzt überlege ich, ich habe das Gefühl, den werde ich einfach nicht so schnell erwischen können. Egal wie schnell ich bin. Und, aber ich kann es wenigstens mal versuchen. Nein, ich will das mitnehmen. Spiel. Versuch nicht, mir was anderes zu erzählen. Ach, da lag die Kohlenmoni. Kacke! Ja. Okay, es ist möglich, aber sowas von. Ich muss halt nur ein bisschen vernünftiger zielen. Komm schon. Wenn man die Cutscene direkt skippt. Alter, Lava. Das kann doch nicht sein. Also ich will jetzt aber hoffen, dass man ihn auch wirklich treffen kann. Ich traue es dem Spiel jetzt nicht zu, dass er unverwundbar ist. Ey, okay. Das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wieso ich gerade so extrem nervös bin, dass ich die Schüsse alle verkacke. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin der schlechteste Sniper der Welt. Alter, das war jetzt aber sowas von, das war getroffen. Einmal versuche ich es noch, ohne Scheiß. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann ist er tatsächlich immun, was eine miese, unfaire Scheiße ist. Der zuckt nicht mal. Da müsste es irgendein Trefferfeedback geben, wenn ich den so erwische, aber nö. Gibt's einfach nicht. Oder soll ich seine Animation abwarten? Nachdem er auch nicht gezeigt hat, ist er dann erst verwundbar. Alter! Gerade eben war er doch scheiße lahmarschig und jetzt auf einmal nimmt er die Beine in die Hand? Ja, okay. Vergiss es. Scheiß drauf. Wenn ich da oben bei dem Typen ankomme, es war ein Versuch wert. Es scheint echt so, dass die Kugeln durch ihn durchfliegen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber... ich überlege gerade. Ich lasse die ganzen Items hier erstmal weg. Hier bin ich ja erstmal vor den Armbrustschützen in Sicherheit. Ich will auf jeden Fall weiter die Tür im Blick haben. War das nur der eine? Scheint so. Na gut. Ayesta. Come on. Doch, Mann. Nix. Gut. Go ahead,
gibt es nicht. Dreckskerle. Allesamt. Oh. Mann. Genau das wollte ich doch verhindern. Scheiße. Come on! Ey, das ist so eine dumme Scheiße eigentlich. Nix. Shotgun-Muni, ja. Bringt mir nur herzlich wenig, wenn der Drecksack sich so schnell verpisst. Ah. Echt so unfassbar. Aua. Drecksäcke, wait. Ah, zwei Schüsse, okay, passt. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Mann! Gibt's nicht! Ach komm! Halt dein verdammtes Maul! Dass der immer noch lebt, ist doch eine Unverschämtheit. Verreck doch mal! Das verfehle ich auch noch. Ich weiß ja, ich mach keine Kopfschüsse. Aber meine Fresse, das gibt's nicht.
Danke. Alter. Das ist ja abnormal, wirklich, was der ausgehalten hat. Einfach nur unfassbar. Mein Gott, ging der mir auf den Sack. Oh. Ah, grünes Kraut, gut, gut. Das ist gut. Sturmgewehrmuni auch noch gut. Ich überlege gerade, der letzte Händler ist ja nicht so weit weg. Und ich hätte jetzt theoretisch einen Grund, den Händler zu nutzen. Zumindest für meine mein Snipergewehr. Der Typ hat ja Kugeln gefressen. Welcome. Als ob es seine tägliche Portion wäre. What are you buying? Is that all, strange? Nice. Thank you. Okay. Jetzt nur noch meine Red 9 demnächst upgraden. Dann passt es. So. Ich belasse es jetzt auch dabei. Ich weiß, hier und da wieder ein bisschen mehr Schaden genommen. Was soll's? Was soll's? Im schlimmsten Fall habe ich immer noch mehr als genug goldene Eier. Ich meine, wie viele habe ich jetzt noch? 7. Um ehrlich zu sein, ich dachte, ich hätte ein paar mehr, aber egal. Ist trotzdem noch mehr als genug. So, hier hatte ich ja auch schon alles, genau. Ich gucke nur, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Auf die Scheiße. Ah. Okay. Nice. Ah ja, jetzt kommt ja das Rätsel. Nope. Das ist doch schon besser. Haha. Servus. God damn it. Was zum? Als ob der mich damit gewone-hittet hat. Laber doch keine Scheiße. Oh Gott sei Dank, der Checkpoint war hier. Oh mein Gott, ich habe jetzt echt Schiss gehabt, wo man das Spiel mich jetzt zurückschmeißen könnte. Oh boy. Ein großzügiger Checkpoint, muss ich gestehen. Cool. Ob geworfen oder mit einem Hieb. Geköpft werde ich immer. Gut zu wissen. Mist, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ja. Shit. Ach, jetzt auf einmal. Nee. Da lade ich nochmal vom Checkpoint. Ich bin leider in die falsche Richtung gelaufen. Wobei die mir leider auch keine große Wahl lassen. So, hier ist besser. Hier habe ich jetzt eine etwas bessere Ausgangsposition. Hi. Moment. Hehehehe!
Jetzt die Frage, kommen hier noch Nahkämpfer hin oder nicht? So viel zu der Frage. Nein. Alter, ey, die Pfeile regnen nur so auf mich nieder. Wow, Alter, da ist ja direkt einer. What? Drecksau. Alter, als ob. Scheiße. Ich dachte, hier wäre ich safe. Ach, Mann, ey. Ey, diese scheiß Armbrustschützen. Bleib doch mal hier. Alter. Okay, na großartig. So. Oh Mann, ey. Das war jetzt anstrengender als erhofft. Uff. So. Arsch voll Munition und trotzdem spare ich noch so gut es geht. Oh Mann. So, Sicherheitssystem ist aktiviert. Okay. Ich muss es erst deaktivieren. Wie mache ich das nochmal? Gab es da was? Was habe ich in diesem Raum schon wieder vergessen? Hier drin? Ah. Ich meine schon mal ein gelbes Kraut. Es könnte sein, dass ich das im ersten Durchgang komplett übersehen habe. Muss ich gestehen. Ist im Bereich des Möglichen. Ah ja, hier war das Knöpfchen. So.
sollen sich da selbst mit ihren Raketenwerfern zerballern. What? Okay. Jetzt überlege ich. Ach komm. Bisschen Snipern ist jetzt angesagt. Kommt nur her. Ich bin hier in einer idealen Position zum Verteidigen. Na los doch. Ich höre euch doch. Die Gebrüder. No. Scheiße. Oh. Alter. Ich dachte mir, welche Waffe könnte noch schnell genug schießen? Und von den Waffen, wo noch Muni drin ist, war nur noch die TMP übrig. Oh. Zum Glück ist die mir noch eingefallen. Ha, hi. Lol. Haben sich wahrscheinlich schon selbst irgendwie total zerballert durch ihre eigenen Raketenwerfer, die sie da ja dabei hatten. Ha! Einmal hier nehmen, öffnen. Das erste Ornament ist unser. Dich nehme ich natürlich auch noch mit. Gab es hier sonst noch irgendetwas? Vielleicht etwas, das hier auf dem Geländer lag oder so. Ich frage mich auch, ob ich die Lampen runterschießen sollte, weil da eventuell Schätze drin sein könnten. Wenn es auch nur Spinelle sind. Egal. Tja. Wie viel gibt's davon hier? 3? Alter, und ich habe nicht eine benutzt. Nope. Die paar Schuss von der TMP kann ich da ja wohl noch investieren, um das zu überprüfen. Nein, auch nicht. Und dann wird in der mit Sicherheit auch nichts drin sein. Ja, okay, alles klar. Gut, dann sind wir hier ja fertig, ne? Die Sache ist jetzt nur... Oh Gott, der nächste Händler ist noch ein bisschen hin. Den kriege ich ja erst nach dem Irrgarten. Kann ich nochmal Backtracking machen? Ist der Weg zurück versperrt? Nö. Durch das Abschalten des Sicherheitssystems kann ich da wieder durch. Cool. An solchen Stellen immer wieder schön zu sehen, dass das Spiel einem eben den Rückweg doch nicht versperrt. Da werde ich jetzt den Zusatzweg definitiv noch einmal auf mich nehmen. Denn ich werde... Nee, das wollte ich eigentlich. Ich werde sowohl für meine Pistole als auch für meine Shotgun jetzt ein Kapazitätsupgrade machen. Für die Shotgun muss nicht theoretisch sein, ich weiß. Aber es bietet sich gerade so schön an. Sie ist leer geballert. Wie kann ich da Nein sagen? Das Kapazitätsupgrade für die Shotgun ist wahrscheinlich noch nicht einmal teuer. Ist ja das erste Kapazitätsupgrade. Also, Red 9, damn. Thank you. Schrotgewehr. Ja, 10.000, komm, ey. Thank you. Ist doch easy peasy. What are you buying? What are you selling? Irgendwas Lohnenswertes zum Verkaufen. Ja, ein bisschen. 12 Spinelle. 6 Seidenkristalle. Thank you. Grüne Augen, noch ein Nöcher, der Anhänger. Thank you. Ich habe auch schon mal 4. Auch wenn wir eigentlich keine weiteren brauchen, aber egal. Come back anytime. Ich brauche nur das eine Auge für die Schmetterlingslampe. Ich kann höchstens noch ein weiteres Auge aufheben für die Schmetterlingslampe, die wir in Zukunft noch aufnehmen werden. Da gibt es ja noch eine. Aber... Die kommt so insoferner zu. Erstens kommt die insoferner Zukunft. Zweitens bekommen wir dort sowieso noch einmal grüne Augen hinterhergeschmissen.
Bevor oder nachdem wir sie eingesammelt haben. Also an dem Ort gibt es auch genug Novestadores, die dann eben das Zeug droppen. Also muss ich mir darum keine großen Sorgen machen. Und trotzdem halte ich mir gerne so ein paar Schmuckstücke gerne in der Hinterhand. Solange ich sie noch nicht verkaufen muss, um irgendein Upgrade oder irgendeinen Gegenstand zu kaufen, solange es noch nicht nötig ist, lasse ich es auch. Ups, nope. Okay, sehr schön. Da kann ich doch jetzt auch getrost noch einmal manuell speichern. Haben wir uns doch schon mal wieder gut geschlagen. Genau, ich glaube, die Raben, die kamen erst weiter hinten. Da hinter dieser Tür. Oh. Alter, und dann bringen die Raben nicht mal was. Okay. Wenn die Raben nichts bringen und einfach nur dazu da sind, um cool auszusehen beim Vorbeiflattern, dann kann ich mir ja auch sparen. Okay. Das wieder. Naja. Oh, come on. Was soll... Da. Ach komm. Ich weiß, es ist nur ein Schuss, aber trotzdem. Quatsch jetzt. Das erstmal noch mitnehmen. So. So. Reicht. Direkt nachladen. Kamen hier schon Gegner? Noch nicht scheinbar. So, soll ich da jetzt mal eine Granate hinschmeißen? Oder waren die auch vollkommen für den Arsch? Ah. Nee, ich glaube, die droppen was. Okay. Das war doch mal ertragreich. Ja, ja, gut. Klar. Komme ich noch nicht rein. So. Okay, wow. Mit einer Brandgranate habe ich jetzt nicht gerechnet. Da ist nichts in der Ecke. Gut. Nice, nice. Da ist er. Der Irrgarten. Jetzt wird's lustig. Das wird eine lange und beschwerliche Reise. Okay, vielleicht nicht so lang und beschwerlich, aber auf jeden Fall... gute Challenge. Mann, ey, wo ist der? Der jetzt gerade so am Knurren ist. Oh Gott. Oh. Gerade noch so habe ich das Gefühl. Ich glaube, da hat nicht mehr viel gefehlt und die wären durchgebrochen. Und dann wäre aber die Kacke am Dampfen gewesen, ey. Hallo, Shotgun-Muni.
come on. Echt jetzt? Hä? Mann. Na toll. Und alles bisherige ist schon mal komplett für'n Arsch. Autsch. Ja, blabalaba. Ich bin Futter für deine Hunde. Halt deine Fresse. Das kann ja heiter werden, ey. So, nämlich. Jetzt wird sich erstmal um die Viecher hier gekümmert. Nice. Double Kill. Das Verschanzen hat doch gut geklappt. Wollte nur sicherstellen, dass ich auch wirklich mitgenommen habe, was in der Kiste ist. Ich drücke das so fix weg, dass bei mir im Gehirn nicht mal gespeichert wird, ob ich es aufgenommen habe oder nicht. Dann lieber nochmal Double checken. Oh Gott, nein. Come on. Die killen mich doch gleich wieder. Oh nein. Come on. Rexy. Was zur Hölle? Als ob der einem Shotgun-Schuss ausweichen kann. Verarschen kann ich mich alleine, ey. Dummes Drecksvieh. Was sollte das denn? Klar, weicht einfach mal so dem Shotgun-Schuss aus. Ist klar. Ist klar. Glaube ich dir sofort, dass du das kannst. Drecksteil. Alter, ich fass das gerade gar nicht. Das ist ja schon... Boah. Wenn ich jetzt nochmal so krass verarscht werde, dann... Vergiss es. Alter. Alter! Was ist los mit dir? Wie viel hältst du aus, bitte? Alter, das ist ja... Nee. Nee, sorry, Leute. Da werde ich jetzt eine andere Taktik machen. Werde ich jetzt austesten hier. Ich mach das jetzt anders. Und zwar werde ich jetzt nach und nach das Labyrinth erkunden und dabei neue Checkpoints setzen. Ich weiß doch, dass er von dort kommt. Wieso mache ich es jedes Mal falsch und ziele woanders hin? Ah. Das ist doch immer nur einer von denen, was droppt. Jedes Mal. Tja. Kann ich wohl nicht ändern.
der mir noch den Arsch gezeigt hat. Hat er gesehen? Oh Mann, ey. Weißt du, die Sekunde, in der meine Liebe zu Hunden auch irgendwie aufhört. Bei solchen Hunden wäre ich schön blöd. Wenn ich da sagen würde, ich hab euch trotzdem lieb. Kommt, eine Umarmung. Mhm. Die letzte Umarmung meines Lebens. So, jetzt nehme ich mir die paar extra Sekunden. Ist mir Latte. So. Die Zeit nehme ich mir. Da bin ich ehrlich mit euch, ey. Ich habe keinen Bock, das immer wieder zu wiederholen. Und dann am Ende auch noch es irgendwie schlechter zu machen als zuvor. Jetzt ist es quasi abgespeichert. Die Scheiße. Und dann kann ich hier erstmal weitermachen. Genau. Schönes gelbes Kraut. Gut. Oh Mann, ey. War hier sonst noch was beim Brunnen? Nö. Mann, ey. Könnt ihr alle mal eure Schnauze halten? Dieses Geknurre muss doch langsam mal in der Kehle wehtun, oder? Oh. Alter. Wie sich manche von denen einfach auch überhaupt nicht drauf einlassen, dass die gerade Schaden gekriegt haben. So, hä, wie, ich habe Schaden erlitten? Nö, eigentlich doch gar nicht, komm. Boah, ey. Da krieg ich ja wieder Krätze bei sowas. Die Shotgun-Schuss aus nächster Nähe. Hä? Jetzt macht's ja Sinn, dass er so viel aushält. Jetzt ergibt's ja irgendwie Sinn. Aber vorher hat's einfach nur abgefuckt. Hallo, Schönheit. Wunderbare Schönheit. Einmal nachladen. Soll ich jetzt nochmal? Shit, 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 lauf, 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 lauf. Die laufen mir hinterher, oder? Ja, sollen sie mal. Mal gucken, ob ich denen entkommen kann. Sieht gut aus, ehrlich gesagt. Aha. Boah. Sind sie noch da? Jetzt sind sie resettet worden. Haha! So. In dein Gesicht. War das nur der eine? Laber. Das hat sich nach mindestens zwei angehört. Mindestens. Krass.
Ja, okay, cool. Geile Sache. Oh, hi. Oh Gott. Seht ihr? Gut, dass ich den Checkpoint gesetzt habe. Alter, der hat mich ja komplett jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Holy shit. Schön, dass es sich auch angekündigt hat. Voll daneben gesprungen. Oh je, Mini. So, den Irrgarten, den ziehe ich auf jeden Fall noch durch. Der doch guckt. Guckt euch das an, so. Na? Ey, wenn er mich so anguckt. Sorry. I'm sorry, ey. Aber es war zu verlockend. Wenn er mich in Ruhe lässt und mich eigentlich sieht und nichts anderes tun will, als mich anzufunkeln. Ja, hallo? Wäre ich ja schön blöd, das nicht auszunutzen. So, jetzt muss ich noch einmal hier rüber. Und dann über die Steintreppe auf die andere Seite. Let's go. Und dann ist das Labyrinth eigentlich auch schon komplett... Oder nicht? Müsste ich dann komplett erkundet haben. TMP. Muni. Jetzt gibt's auch kein Geknurre mehr. Ich höre gar nichts mehr. Das ist ungewöhnlich. Merkwürdig. Es ist zu ruhig. Moment. Ah, ich dachte, die Fackel, die sah so besonders aus. Eieieiei. Drauf geschissen. Tschüss. So, hier. So. Natürlich wollte ich mir die Kohle nicht entgehen lassen, aber ich wollte sie an einen besseren Ort locken. Und scheiße, noch eins, es hat geklappt. So. Könnt mich alle mal. Nachladen kann ich ja jetzt. Ohne Probleme. Zumindest die Waffen. Oh, Gott sei Dank. Nope. So. Bäm. Fertig. Ja, ich hab alles. Easy. Nope. Eigentlich, so, wollte ich die Cutscene überspringen. War aber ein bisschen zu früh. Alter Vater, Leute. Nein, ich will nicht speichern. Hier ist ja eh gleich eine Speicherstation. Also eine Schreibmaschine, meine ich. Speicherstation. Da war ich gedanklich noch bei Dead Space. Das heißt noch. Immer noch. Das Dead Space Remake habe ich doch schon gefühlt vor Ewigkeiten platiniert. Okay, so lange ist es nun auch wieder nicht her, aber ne, lange genug, dass es man denken würde, ach ja, da denkt er schon gar nicht mehr dran. Ha! Ja. So viel dazu. So. Jetzt hier schauen, den Spiegel mit Perlen, den er so gekonnt ignoriert. Und dem ich ihn jetzt schön weiter verscherbeln werde. So, Kollege. Welcome. Was hast du jetzt Schönes Neues? What are you buying? Nur tunen. What are you buying? Mehr nicht? Naja, ist ja jetzt nicht so doof. What are you selling? Egal. Da spare ich nur für... zukünftige Sachen. Thank you. So, Spiegel mit Perlen. Thank you. Den roten Edelstein sollte ich auch mal langsam einsetzen. So, okay. Soweit so gut.
So, und das kommt hier runter. Passt doch perfekt. Guckt euch das wunderbare, schöne, volle Inventar an. Ist das nicht herrlich? Naja, notfalls lade ich diese beiden Waffen einmal nach und dann habe ich wieder 4 Inventarplätze voll. Back anytime. Also ist nicht so, als ob ich jetzt nicht noch für weiteren Platz sorgen könnte. Passt schon. Okay, Leute. Dann war's das für heute. Dann würde ich an der Stelle für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!